Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit dem nächsten Teil zum Thema Busse und Straßenbahnen. Und jetzt werden wir uns mal genauer anschauen, wie das Ganze mit den Sonderfahrstreifen für Busse funktioniert. Die sind mittlerweile weit verbreitet und ich denke mal auch in eurem Prüfgebiet zu finden. Deswegen natürlich wichtig für die Prüfung und ja sowieso wichtig fürs Fahren nach bestandener Prüfung. Und was steckt dahinter? Letztendlich der Grund, man möchte den Verkehr flüssig halten für den Busverkehr, dass die halt nicht ständig anhalten müssen, gerade auch im Berufsverkehr, wenn es viel stockt. Dann können die in ihrem Fahrstreifen einfach weiterfahren, haben dann auch separat geschaltete Ampeln und haben halt deutlich weniger Wartezeiten und können somit ihre Fahrpläne auch besser einhalten. Ja? Das heißt natürlich für euch, dass dieser Sonderfahrstreifen für Busse logischerweise gesperrt ist. Manchmal ist er freigegeben noch für Fahrräder und für Taxen. Da müsst ihr mal so ein bisschen schauen, was damit draufsteht. Ansonsten, wenn ihr auf diesem Fahrstreifen fahren solltet, verbotenerweise, dann kostet das zumindest mal ein Verwarnungsgeld von 15 Euro. Das sollte euch immer klar sein. Also von daher seht zu, dass ihr von diesen Fahrstreifen runterbleibt. Und ich würde sagen, alles andere werden wir uns jetzt wieder in der Praxis anschauen. Ich schmeiße das Auto an und dann werden wir uns mal exemplarisch mal so ein paar Beispiele raussuchen. Alle werden wir logischerweise nicht schaffen. Es wird immer wieder in irgendeiner anderen Form, Art und Weise Situationen auch in euren Prüfgebieten geben. Also alle abfahren können wir nicht, aber so die gängigen, denke ich mal, die werden wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen. So, jetzt haben wir hier auf der rechten Seite einen größeren Haltestellenbereich und direkt danach bildet sich jetzt hier auf der rechten Seite mit der Ausfahrt hier von den Bussen der Sonderfahrstreifen. Und ich möchte jetzt gleich an der nächsten Einmündung, die hier auf der rechten Seite kommt, dann mal nach rechts abbiegen. Das heißt natürlich, dass wir dann über den Sonderfahrstreifen fahren müssen. Und Busse, die von hinten kommen und geradeaus fahren, haben in dem Fall dann Vorrang und die müssen wir durchlassen. Also müssen wir dann nochmal ganz genau gucken und unter Umständen in diesem Fahrstreifen dann einmal stehen bleiben und warten und die Busse von hinten dann weiterfahren lassen. Das werden wir uns jetzt hier mal anschauen, wenn die Ampel jetzt hier mal umspringt. Dann können wir mal ein Stückchen vorfahren. So, ihr habt ja auch das Schild, ja, Sonderfahrstreifen, Busse. So, der UPS hat natürlich da überhaupt nichts verloren. Und ja, dann müssten wir halt hier nochmal ganz genau schauen und uns nach hinten absichern und dann hier in diesem Bereich unter Umständen nochmal stehen bleiben, warten und den Bus durchlassen, wenn tatsächlich von hinten ein Bus kommt. Ja? Also weitere Schwierigkeit, die ihr habt, wenn ihr in die Abbiegebereiche kommt und ihr habt dann parallel dazu auf der linken oder auf der rechten Seite einen Sonderfahrstreifen für Busse laufen. So ihr Lieben, noch ein Problem, Thema Sonderfahrstreifen und zwar aus dem Abbiegen heraus. Wenn wir jetzt hier nach rechts abbiegen und schauen mal hier um die Ecke, ich schwenke mal die Kamera mit, dann kann man sehen, dass sich jetzt hier vorne sofort ein Sonderfahrstreifen bildet. Und da habe ich natürlich das Problem, wenn ich jetzt hier den Bogen zu eng fahre beim Abbiegen, dass ich dann gleich im Sonderfahrstreifen lande. Von daher muss man natürlich hier beim Abbiegen schon aufpassen, dass man dann gleich mehr oder weniger in den Fahrstreifen links daneben gleich rüber wechselt. So, dann schauen wir uns mal eine weitere Variante mit den Bus-Sonderfahrstreifen an. Hier vorne auf der rechten Seite haben wir einen, sogar zusätzlich frei für Taxen. Und ich möchte jetzt an der zweiten Ampel nach rechts abbiegen. Und dieser Fahrstreifen, wo ich jetzt drin fahre, der geht gleich nach links, also reiner Linksabbieger. Das heißt, ich muss dann mit dem Ende des Sonderfahrstreifens für die Busse, was man hier vorne schon sieht an der ersten Ampel, danach muss ich rüber wechseln, um dann wirklich an der Ampel auch nach rechts abbiegen zu können. Ja? Und da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr das nicht zu früh macht, dass ihr euch nicht zu früh hier einordnet und im falschen Fahrstreifen fahrt. Und da besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass unter Umständen jetzt auch noch ein Bus kommt, der in den linken Fahrstreifen wechselt, um an der zweiten Ampel nach links abbiegen zu können. Das könnte also auch noch passieren. Ja, also von daher müsst ihr hier gut aufpassen. Dann können wir jetzt schon anfangen, uns abzusichern. Also Spiegel, Blinker. Jetzt haben wir die Linie hier vorne auch gestrichelt. Schulterblick nochmal. Und dann können wir hier rüber wechseln in jetzt den freien rechten Fahrstreifen. Und dann können wir auch an der Ampel jetzt hier nach rechts abbiegen. So ihr Lieben, das waren meine Tipps für euch zum Thema Sonderfahrstreifen. Ein, zwei Sachen habe ich noch, die noch ganz wichtig sind für euch. Also ihr habt es auch schon gesehen, dass die Sonderfahrstreifen natürlich unterschiedlich lang sind. Manchmal sind die auch nur sehr kurz, um dem Busverkehr von den Haltestellen mehr oder weniger das Einscheren in den normalen Straßenverkehr zu ermöglichen. Dann macht man da oftmals eine separate Ampel wieder hin und die schaltet dann ein paar Sekunden vorher um, dass die Busse dann wirklich anfahren können und können sich dann vor den
normalen Straßenverkehr setzen und haben das so relativ einfach, in den fließenden Verkehr zu kommen. Also das wäre nochmal ein Fall. Eine zweite Sache, ich habe das am Anfang schon mal angesprochen, falls ihr jetzt verbotenerweise tatsächlich in so einen Sonderfahrstreifen für Busse geht, damit er vielleicht ein bisschen zügiger vorwärts kommt, ich habe ja gesagt, kostet 15 Euro, das ist noch zu verschmerzen, das Ganze. Was sich daraus entwickeln kann, das ist natürlich dann eine ganz andere Nummer. Wenn ihr dann tatsächlich an so einer Ampel dann mal steht, ja, die in dem Sonderfahrstreifen natürlich auch vorhanden ist, und fahrt dann wieder los. Die sind ja dann normalerweise immer auf derselben Höhe mit den normalen Ampeln für den normalen Straßenverkehr. Fahrt dann aber wieder los, wenn die Ampel im Sonderfahrstreifen auf grün zeigt. Dann begeht ihr einen Rotlichtverstoß. Weil auch wenn ihr euch im Sonderfahrstreifen für Busse aufhaltet, gilt für euch immer noch die ganz normale Ampel. Ja? Und die würdet ihr natürlich dann bei Rot überfahren, weil in der Regel bei den Bussen die Ampeln anders umspringen, früher umspringen, und dann ist natürlich die Ampel auch noch länger wie eine Sekunde rot. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen müsst ihr da wirklich immer drauf achten, dass euch sowas nicht passiert. Also A, nicht in den Sonderfahrstreifen reinfahren, habt ihr nichts versuchen. Und B, wenn ihr dann drin seid, dann müsst ihr in der Lage sein, das kleinere von beiden Übeln zu wählen und euch dann für den Moment zumindest mal den Zorn der Busfahrer auf euch zu ziehen, weil die natürlich dann anfangen werden zu hupen, weil die wollen natürlich losfahren, damit die sich einfädeln können in den Verkehr. Dann müsst ihr tatsächlich da stehen bleiben und so lange warten, bis die normale Ampel umspringt auf grün. Dann habt ihr zumindest mal nur diese 15 Euro unter Umständen an der Backe, aber keinen Rotlichtverstoß. Ja? Wenn das Video für euch hilfreich war, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir wieder einen Daumen hoch gebt. Abonniert mich hier auf YouTube und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß in eurer Ausbildung. Viel Erfolg in euren Prüfungen und allzeit gute Fahrt. Kommt immer gut und sicher nach Hause.